Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videopodcast aus dem Blog. Schön, dass ihr wieder da seid und hier reinschaut. Ja, Patrick Helmes wird der neue Trainer der Alemannia werden. Ja, da haben nicht nur ich, da haben auch wahrscheinlich mehrere von euch geguckt. Patrick Helmes. Ja, den hat wohl den wenigsten auf dem Schirm gehabt. Und mein Wunsch wäre gewesen, Farad Doku oder auch Angelo Balletta, aber das ist halt eben mein Wunsch gewesen oder auch halt eben eure Wünsche, aber das ist halt eben der Alemannia-Stammtisch, ne, wo man sich was wünschen kann, im Wunschkonzert sitzt, aber Martin Bader, unser neuer Geschäftsführer und der Alemannia-Aufsichtsrat haben entschieden, es wird Patrick Helmes. Ja, da werden jetzt natürlich welche sagen, Patrick Helmes, und welche sagen, ach du Schande. Manche werden sagen, mir doch egal. Ja, es ist ja auch im Prinzip egal, weil, sind wir mal ehrlich, es gibt keinen guten oder schlechten Trainer, sondern es gibt nur einen erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Trainer. Und bei Patrick Helmes, ich mag mir da kein Urteil drüber erlauben, ich bin da auch ganz vorurteilsfrei. Ich heiße ihm herzlich willkommen bei Alemannia. Aber wenn man ins Notizbuch von Martin Bader schaut und das Anforderungsprofil, was er da hinterlegt hat, dann passt das natürlich auf Patrick Helmes voll und ganz. Ne? Denn die meisten von uns kennen ihn ja als Stürmer damals vom 1. FC Köln, von Bayer Leverkusen, vom VfL Wolfsburg. In der deutschen Nationalmannschaft ist er gewesen. Und seine Spielerkarriere ging dann doch sehr schnell zu Ende aufgrund einer Verletzung. Und ging es los als Trainer. Und dann wurde er Co-Trainer der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln. Und dann sogar sehr schnell verantwortlicher Trainer der zweiten Mannschaft des 1. FC Kölns. Und da war dann eine Saison gewesen. Und ist dann doch noch etwas rumgereist, nach Erfurt wurde er Co-Trainer und ganz zuletzt war er dann in Österreich gewesen, beim FC Admira Wacker Mölding, in der zweiten Mannschaft. Dort hat er dann auch mit den Jugendspielern trainiert und war dann ganz am Ende, war er dann sogar einmal Interimstrainer, hauptverantwortlich für die erste Mannschaft. Hat das Spiel aber 0:5 verloren und gut, dann ist die Saison in Österreich, die Bundesliga eingestellt worden aufgrund der Corona-Pandemie und dann war Schicht im Schacht. Ja, Anfang letzten Monats, im März, ist er dann zurückgekommen nach Deutschland. Er hat den Vertrag dort gekündigt, aus privaten Gründen, natürlich die Familie hier. Und jetzt liegt natürlich Aachen wieder ganz nah und das wird jetzt seine neue Heimat werden und wir sind gespannt, wie er denn hier agieren wird. Martin Bader war ja sehr enthusiastisch gewesen, als er Patrick Helmes vorgestellt hat im Aufsichtsrat, hat gute Gespräche mit ihm geführt und er sieht in ihm den erfolgshungrigen Trainer. Drittliga-Aufstieg wird es nächstes Jahr nicht geben, das ist vollkommen illusorisch und es ist die langfristige Perspektive, die wir anstreben müssen und dann ist man gespannt, ob Patrick Helmes überhaupt diese Chance bekommen wird, diesen langen Atem zu haben hier am Aachener Tivoli. Denn, sind wir ehrlich, ne? Ich sagte es gerade, es gibt einen guten oder schlechten Trainer, es gibt nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche Trainer. Und wenn wir nächstes Jahr so starten, wie wir diese Saison aufgehört haben, dann ist keine Aufbruchstimmung, dann haben wir hier direkt eine Abbruchstimmung. Ne, dann ist nämlich alles wieder im Keller und ich hoffe, das passiert nicht. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass es uns gelingt, dass wir endlich mal einen Trainer haben, der dieselbe Sprache der Mannschaft spricht, die Mannschaft hinter ihm geschlossen steht, die Fans hinter sich geschlossen hat und dass wir alle mal zusammen an diesem berühmten einen Strang ziehen. Und das muss man ja auch sagen, das Anforderungsprofil war ja gewesen, junge Spieler, die ja auch zum Tivoli kommen wollen, beziehungsweise sollen. Und da ist der Patrick Helmes wahrscheinlich aufgrund auch seines Alters genau der richtige Mann. Er weiß, wie man mit der Jugend spricht und sprechen muss.
Und dann hoffen wir natürlich, dass er das auch hier zeigen kann und auch die Unterstützung dafür bekommt. Natürlich hoffe ich, dass neben den jungen Spielern, die nachkommen wollen, dann auch erfahrene Hasen den Weg zum Tivoli finden, die diesen Ehrgeiz und Erfolgshunger auch noch mitbringen, um einfach den Verein Alemannia nach vorne zu bringen. Denn ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir brauchen dringend positive Schlagzeilen. Ne? Und das werden wir diese Saison nicht mehr hinbekommen, aber kommende Saison muss das einfach gelingen, dass Alemannia wieder mal positiv in aller Munde ist. Und dann sind vielleicht auch die Sponsoren wieder geneigt, wenn sie sehen, oh, hier kann was entstehen, dass dann vielleicht dann doch langsam etwas mehr Geld fließt und die Mannschaft sukzessive wieder aufgebaut werden kann, damit sie irgendwann an der dritten Ligatür klopfen kann. Und ich meine, das große Hindernis, das werden wir nach wie vor haben. Wir Fans dürfen natürlich weiterhin nicht ins Stadion. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass wir nächste Saison einen Fuß in Tivoli setzen werden können. Wenn, wird das irgendwann im Herbst, Winter der Fall sein, wenn überhaupt, oder sogar erst nächstes Jahr. Weil so wie die aktuellen Zahlen sind, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber auch das ist noch in weiter Zukunft. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt und dann sage ich ja, herzlich willkommen, Patrick Helmes. Ich wünsche dir den größtmöglichen Erfolg. Klar. Und ja, ich bin gespannt, wie er den Weg mit der Alemannia beschreiten will und wird. Und dass es nicht mehr so eine Katastrophensaison wird dieses Jahr. Da habe ich keinen Bock drauf, da habt ihr keinen Bock drauf. Deshalb sind wir optimistisch, auch wenn dem einen oder anderen Patrick Helmes jetzt noch keine Zuckungen aus den Gliedern fährt. Wir geben ihm die Chance, so wie wir jedem Trainer hier die Chance geben. Mit jungen, guten Leuten kann er und ich hoffe einfach, dass das auch dann das Credo sein wird für die kommende Saison und dass sich alles zum Guten wenden wird. Denn das ist das, was wir uns wünschen, was wir brauchen und vor allem mal eine ruhige Saison ohne irgendwelche Skandale oder sonstige Sachen. Warten wir es ab. Im Juli, wenn der erste Trainingstag ansteht am Tivoli, dann werden wir ihn begutachten können und dann werden wir sehen, wie die neue Mannschaft aussieht. Und dann bin ich vor allem gespannt auf die ersten Testspiele, wie wir uns da schlagen werden und vor allem, welche taktische Ausrichtung er wählen wird und ob wir mal endlich diesen lang versprochenen offensiven Fußball sehen werden. In diesem Sinne, Adeodato Zins, macht es gut. Wir hören uns wieder und schön, dass ihr hier reingeschaut und reingehört habt. Euer Kartoffelkäfer. Ciao.